Liebe Kücheninteressierte, mein Name ist Wolfgang Cornelius, unabhängiger Küchenplaner. Unser Thema heute: Muss ich die Geräte eigentlich auch aus dem Küchenstudio kaufen oder kann ich mir die selber besorgen aus dem Netz? Was kann ich da sparen? Ich versuche ja meine Videos kurz und knapp zu halten, deswegen habe ich das geteilt, das Thema, einmal in was kann ich sparen und was muss ich technisch bei der Geräteauswahl beachten. Heute, was kann ich sparen? Unabhängiger Küchenplaner, was heißt denn das? Das heißt, ich unterstütze Sie unabhängig beim Küchenkauf. Gerne mache ich auch für Sie Planungsvorschläge, schreiben Sie mich an. Es gibt im deutschsprachigen Raum namhafte Gerätehersteller, deren Geräte Sie mit bis zu 75% Nachlass vom offiziellen Katalogpreis im Netz kaufen können. Warum das so ist, habe ich ehrlich gesagt selber noch nicht richtig verstanden. Es ist auch nicht bei allen Herstellern gleich. Ich werde hier keine Namen nennen. Vergleichen Sie einfach die offiziellen Katalogpreise mit den Preisen der bekannten Netzanbieter. Also, ich kaufe im Studio nur die Möbel, die Geräte im Netz und spare ganz viel Geld? Ja, folgende Sachen sind zu beachten. Es gibt Studios, die lehnen jeden Kontakt mit den sogenannten Fremdgeräten ab, angeblich aus Gewährleistungsgründen. Dann müssen Sie sich da anderweitig drum kümmern. Andere Studios haben da weniger Probleme mit, montieren die Geräte, schließen sie auch an gegen einen Pauschalbetrag oder einen auszuhandelnden Betrag. Die genaue Typenbezeichnung der Geräte sollten Sie unbedingt schriftlich festhalten mit dem Studio im gegenseitigen Interesse, damit klar ist, dass das Studio haftet dafür, dass die Schränke, die geliefert werden, auch zu den Geräten passen. Allerdings haften Sie als Kunde dann natürlich auch dafür, dass alle Geräte genau dem entspricht, was besprochen wurde, was die Montage und anschlusswichtigen Merkmale betrifft. Normalerweise auch kein Problem, wenn alles so läuft wie geplant. Aber der Kauf, alles aus einer Hand, ist auch schon Geld wert, wenn es dann doch mal zu einem Lieferproblem kommt oder irgendein Pass-doch-nicht-Problem gibt. Dann liegt die Verantwortung klar beim Studio. Sie können sich entspannt zurücklehnen. Es ist nicht Ihr Problem. Die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Gerätegruppen sind dann Thema des zweiten Videos. Ein Gerät erwähne ich jetzt aber trotzdem schon mal, und zwar das Kochfeld. Insbesondere, wenn es sich um einen Muldenlüfter handelt oder sogar ein flächenbündiges. Lassen Sie das auf jeden Fall von Ihrem Möbelhändler einbauen, von den Monteuren, weil wenn es da zu Schwierigkeiten kommt, das optisch oder technisch nicht ganz Ihren Erwartungen entspricht, haben Sie eine ganz unangenehme Diskussion. Liegt es am Gerät oder an der Montage? Diese Diskussion möchte niemand führen. Zu bedenken geben möchte ich auch, bei Problemen beauftragen Sie den Kundendienst. Und wenn der Kundendienst dann feststellt, dass das Problem an der Montage liegt, laufen Sie dem Küchenstudio hinterher mit der Begleichung der Kundendienstrechnung. Zum Abschluss: Sie müssen damit rechnen, dass der Verkäufer versuchen wird, den entgangenen Gewinn durch den Nichtverkauf der Geräte wieder zumindest zum Teil zu kompensieren durch einen höheren Preis für die Möbel. Das heißt, einen Teil der Ersparnis zahlen Sie als Mehrpreis für die Möbel. Bitten Sie direkt beim Angebot um zwei Preise, einmal mit Geräte, einmal ohne Geräte, und das dann natürlich auch bei allen anderen Anbietern. So verhindern Sie ein intransparentes Hin- und Her-Gemauschel von Summen. Fazit: Lohnt sich der Gerätekauf im Netz? Ja, wenn man die Fallstrecke kennt. Ich persönlich habe es bei meiner aktuellen Küche gemacht, habe auch eine Menge Geld gespart, aber ich weiß auch, was zu beachten ist. Freuen Sie sich auf Teil 2 zum Thema Geräte aus dem Netz. Dort werde ich auf die technischen Anforderungen beim selber Bestellen eingehen. So, das war's mal wieder. Ich freue mich über Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Kritik und besonders über Anfragen nach unserer Unterstützung. Wolfgang Cornelius, Ihr unabhängiger Küchenplaner.